So, willkommen zurück hier zu Gothic 2, hier die Nacht des Raben mit weiteren Snappern. Die besiege ich doch, oder? Ja klar, die schaffe ich. Wer hat doch gelacht? Na, kommt her. Und ihr kommt auch her. Und dann hier. Und das Ganze hier drüben nochmal. Und dann ist noch ein. War ja klar. Dass ich nicht alle auf einmal erwische. Hey, es klappt. Boah, ich bin so mächtig. Ich bin so mächtig. Eine neue Aufnahme, wie ihr seht. Deswegen ruckelt es gerade ein bisschen. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, weil ich habe extra mich ein paar Mal umgedreht, damit alles geladen wird. Nur, keine Ahnung. Es läuft. Da vorne sind ein paar Feldräuber. Ich werfe einen Blick auf die Karte, bevor ich hier weitergehe. Okay, ich muss dann noch ein ganzes Stück rum, bevor ich dann von Norden her zu der markierten Stelle kann. Ist da rechts noch irgendwas? Ich will da gar nicht in den Wald rein. Das ist viel zu gefährlich. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich weiß ja, dass da Vargs sind. Und wo Vargs sind, sind häufig auch Orks nicht allzu weit. Oder andere starke Viecher. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Oh, Snapper. Na komm, bei zwei. Na, okay. Ein Zauber. Vier Beile getroffen. Yep. Ah, das ist so wunderbar. Oh, guck mal. Nur noch knapp 200 Erfahrungen, dann level ich. Sehr geil. Dann kann ich, wobei, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll mit den Erfahrungspunkten, mit den Lernpunkten, um genau zu sein. Bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Ich habe ein bisschen mal überlegt und geguckt. Also so richtig Mana steigern lohnt sich nicht. Zweikampf steigern lohnt sich auch nicht. Ja, ansonsten, ne? Bleibt mir halt eigentlich nur, also was ich machen könnte, wäre Stärke. Das könnte sich lohnen, weil es gibt noch ein paar etwas stärkere Waffen, die ich noch kriegen kann später. Die brauchen dann, glaube ich, bis zu 45 Stärke. Oder zumindest die nächste bessere Waffe, die ich kriegen kann, braucht 45 Stärke. Aber ich habe ja noch einiges im Inventar, was meine Stärke erhöht. Und dann werde ich vielleicht noch den einen oder anderen Apfel finden. Mal irgendwie. Geht doch. Irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin, ne? Habe ich so das Gefühl. Ich mache deutlich weniger Schaden, als ich gewöhnt bin. Bei diesen Keilern. Normalerweise gehen die doch in zwei, drei Schlägen kaputt. Was ist denn da los? Da muss ich mir gleich wieder heilen. Wie viel brauche ich? 175. Das heißt 100. Und 70. Und 5. So. Und zwar habe ich hier zum Beispiel das da. Das trinke ich einfach mal, weil Geschicklichkeit hilft mir beim Schlösserknacken. Dann habe ich Goblinbeeren, die nochmal Geschicklichkeit plus 5 geben. Die haue ich einfach mal rein, weil ich werde nicht die Lernpunkte ausgeben, um Tränke daraus zu brauen und den Effekt zu verstärken. Das lohnt sich einfach nicht für Geschicklichkeit. Aber dieses bisschen an Geschicklichkeit nehme ich gerne mit. Und dieses bisschen an Stärke bringt mir jetzt auch was. Weil bei kritischen Treffern ja die Stärke auf den Schaden drauf gerechnet wird. Das heißt, bei jedem kritischen Treffer mache ich ab sofort 3 Schaden mehr. Und ich bin wieder einen Schritt in Richtung der 45 gekommen, die ich haben will für die nächste Waffe. Die werde ich allerdings erst in der Erweiterung kriegen, wahrscheinlich. Und die Geschicklichkeit habe ich jetzt 21. Das heißt, ich habe, wenn ich Schlösser knacke, 21%. Beziehungsweise andersrum, wenn ich... Ist das ein Suchender? Ja. Wenn ich Schlösser knacke, drücke ich ja entweder nach links oder nach rechts. Und wenn ich das Richtige treffe, ist alles gut. Wenn ich aber das Falsche treffe, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Dietrich abbricht. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Dietrich abbricht, umso kleiner, je größer meine Geschicklichkeit ist. Das heißt, je mehr Geschicklichkeit ich habe, desto weniger Dietriche brauche ich. Da ich mit Dietrich nichts anderes anfangen kann, ich werde sie ganz sicher nicht verkaufen, haben wir ja schon festgestellt. Ich kriege nur ein Sechstel des Kaufpreises dafür.
Ja, ansonsten braucht man Geschick halt für Bogenschießen. Das heißt, wenn ich jetzt Bogenschütze wäre, dann würde es sich vielleicht lohnen, dass ich lerne, diese Geschicklichkeitstränke zu bauen aus den Beeren. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht vor, sondern ich will ja hier mit meinen Zaubern kämpfen. Und deswegen werde ich dann nicht meine Geschicklichkeitstränke brauchen, sondern das einfach alles so verwenden. So, ich brauche wieder genau 170. Meine Güte, wie habe ich das hingekriegt? Ich esse mal 5 davon. Dann habe ich immerhin schon mal 60. Dann brauche ich noch 110. Und 110 kriege ich, indem ich 2 Fische futter. Dann bin ich die nämlich erst endlich mal los. So, und dann 2 davon. Hä? Was? Habe ich verrechnet? Noch 5? Verdammt! Wo kriege ich 5 her? Eine Waldbeere. Genau. Zum Nachtisch. Och, guck mal. Pfeile, Heilkraut, eine rostige Axt. Was haben denn die Warane hier? Eine Jagdarmbrust? Hat da mal jemand Warane gejagt und wurde überrascht? Und wurde überfallen von den Waranen und wurde besiegt? Sieht ein bisschen so aus, ne? Und außerdem wächst hier auch ganz viel Zeug, mit dem ich mich heilen kann. Ach, wie schön. Schöne Gegend, außer dass es hier natürlich aus allen Ecken und Enden dampft und raucht. Das finde ich nicht so schön. Noch ein Bogen? Sag mal. Also entweder ein Händler oder eine Jagdpartie, ne? Also, ja, okay. Da sind die Toten. Welche starken Gegner in der Nähe? Sieht gerade nicht so aus. Ein Schürhaken. Oder haben die ein Feuer gemacht und sind dabei verbrannt? Das würde allerdings nicht erklären, warum die Warane hier so sind. Pfeile, ja, ist jetzt nicht so wild. Brauche ich nicht unbedingt. Ich bin eigentlich eher auf der Suche nach Tränken und Spruchrollen und so. Scheint es aber hier nicht so zu geben, ne? Ja, okay. Naja, Heilpflanzen sind auch in Ordnung. Auch wenn ich da derzeit einen relativ geringen Verbrauch habe. Stimmt, ich habe schon ewig keine Heilpflanzen mehr gefuttert. Ich esse immer nur Essen oder trinke Heiltränke. Schauen wir mal, was gibt's da drin? Oh, Riesenratten. Die sind bestimmt gefährlich. Oder? Sind die gefährlich? Ach, Blödsinn, das sind Ratten. Die Frage ist, ist da irgendwas dahinter? Das ist die wichtige Frage. Aber ich kann auf 2 Riesenratten zielen. Ich lock die mal raus. Damit ihr auch mal was seht. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so die Welt. Ich hab doch hier Fackeln, ne? Dann würde ich da mal einen Blick reinwerfen. Gott, mein Inventar ist so zugemüllt. Das ist auch der Grund, warum ich immer versuche, alles Mögliche zu verbrauchen. Damit möglichst wenig da drin ist. Womit denn? Wie, womit denn? Die Winde ist doch gut, die ist doch ganz. Womit denn? Oder... Womit denn? Ah, vielleicht muss man sie schmieren. Das könnte dann zum Beispiel das Morad-Fett sein, das Martin am Hafen hat. Das wäre eine Idee, aber ansonsten... Also, mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, dass von diesen Zacken einer fehlt, von dem Rad, an dem man angreift. Aber die sind ja alle da. Und ansonsten... kann da ja nichts wirklich fehlen, ne? Nö, die sieht ganz aus. Außer höchstens halt, wie gesagt, ein bisschen Schmierfett. Das könnte ich mir vorstellen. Nun gut. Ach so. Da hat's noch nachgeleuchtet. So, wo bin ich? Ich werfe einen Blick wieder auf die Karte, damit ich hier mich nicht verlaufen tue. Oh, ich bin ja gleich da. Guck mal. Ein bisschen nach links. Da müsste ich quasi... Siehst du mal. Da ist ein Steinkreis. Hey, da bin ich. Was haben wir da drüben? Mole Rats. Die tun mir nichts. Sonst irgendwas? Nö. Gut. Komm her. Fleisch, das nehme ich. 60 Lernpunkte hätte ich gerne. 60 Erfahrungspunkte, das bringt mir nicht wirklich viel.
Aber nee, 60 Lebenspunkte brauche ich. Blödsinn. Erfahrungspunkte. So ein Unsinn. Was ich da wieder rede. Es blitzt, es donnert, es hat Goblin-Skelette. Komm her. Mittlerweile weiß ich ja immerhin, mit Skeletten komme ich zurecht. Das ist ja immerhin eine positive Geschichte. Wölfe. Okay. Oder? Ja, zwei. Ah, Vax, Hilfe. Da hinten will ich nicht hin. Wölfe, kommt mal weg. Geht mal weg von den Vargs. Das gefällt mir nicht, wenn ihr da in der Nähe seid. Am Ende kommen die noch und greifen mich mit an. Ja, so viel zum Thema, ich treffe nichts mehr. Mhm. Alles gut. So, bin ich jetzt im Norden? Ich bin jetzt im Norden, ne? Ich bin im Norden. Ich bin bei einem Steinkreis. Hier könnte dementsprechend Kavalorns Armbrust rumliegen irgendwo. Ich schaue mich mal ein bisschen größer hier rum. Oh, Kronstöckel. Das brauche ich, glaube ich, für alle möglichen Tränke. Mit Snapperkraut kann ich sprinten. Oder? War Snapperkraut das mit Sprinten? Snapperkraut. Feuernessel. Kronstöckel ist zum Brauen. Snapperkraut, genau, macht mich schnell für 15 Sekunden. Was ich natürlich jetzt lieber hätte, wären so, keine Ahnung, so Stärke Upgrade. Moment, da sind Vargs. Ah, da sind Vargs. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Nein, da will ich nicht hin. Und den halte ich mich lieber fern. Stattdessen würde ich mal sagen, ich sammle hier alles auf. Damit ich das Ganze nur einmal machen muss, und speichere ich. Und dann gehe ich mal stark davon aus, dass ich hier wieder Schalter drücken muss und dann so ein Wächter erscheint. Weil ich keine Lust habe, nach dem Kampf, von dem ich nicht weiß, ob er mich hier wegführt, hier alles aufzusammeln oder es zu vergessen. Lieber vorher. So. Oh, eine Steintafel. Sehr gut. Der erste Schalter. Da. Ja, was liegt da? Ah, Kraut. Schade, nicht die Armbrust. Da ist der zweite Schalter. Der dritte Schalter müsste hier irgendwo sein, ne? Da ist er. So, aber wie gesagt, keine Ahnung, was mich hier erwartet. Erstmal eine Runde speichern. Ich schätze mal, ein Wächter. Vielleicht hätte ich mich komplett heilen sollen. Ja, das sieht so aus wie ein Wächter. Oh mein Gott! Ich habe mir immerhin die Hälfte abgezogen. Das ist ja schon mal was. Ja, kann der da hoch? Komm, du kannst da hoch. Ich kann da hoch. Nee, ich kann da nicht hoch. Yep, deswegen habe ich gespeichert. Siehst du mal. Oh Mann. Den bei den Bauern, den habe ich kaputt gekriegt. Okay, da haben auch die Bauern mit drauf gekloppt, ne? Das war vielleicht der Grund, warum das da einfacher ging. Ich brauche hier 19 Lebenspunkte. Da würde ich doch einfach mal zwei von denen hier futtern. Und vielleicht wäre es auch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich meinen Mana auffülle. Komm, dann verschwende ich hier immer so eine Flasche, was soll's. Dann kann ich ja vielleicht auf den drauf zaubern. Auf den Wächter, ne? So nämlich. Das macht ja viel Schaden. Das hat sich ja voll gelohnt. Das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt mache ich meine kritischen Treffer und krieg das Ding mit 5 Schlägen kaputt. Ah! Sowas regt mich auf. Was soll das? Wo ist die Spannung hin? Ach Mann. Ist ja blöd. Jetzt futter ich ganz viel Fleisch zum Frust. So, Frust essen. So macht man das. Und da ich so viel rumgelaufen bin in der letzten Zeit, werde ich durch auch nicht dick. Also kann ich mir das erlauben. So, ist mir jetzt egal. Ja, okay, es ist schon ein bisschen langweilig zugegeben. Noch zwei, dann bin ich voll. Oder?
Zähl mir einen Lebenspunkt. Ja, sehr schön. Ein echter Seemannsgrog. Prost. Und weiter geht's. Und zwar ist das hier ein Weg, der wohin führt? Zu Akils Hof, schätze ich. Zu Akils Hof, ja, aber halt mitten durch den Wald. Ich würde mal versuchen, hier lang zu laufen. Solange es bei ein paar Feldräubern bleibt, ist hier alles in Ordnung. Ist da gerade irgendwie was? Nee, ich dachte, da wäre irgendwas etwas geraschelt oder so. Und hier gibt's Pilze. Und Pilze, wie wir alle wissen, machen Mana. Oh, Drachenwurzel. Und Drachenwurzel, haben wir ja vorhin gesehen, erhöht meine Stärke um 1. Aha, damit habe ich 38 Stärke. Also wie gesagt, ich würde jetzt diesen Weg halt mal so ein bisschen lang gehen, bis ich auf ernsten Widerstand stoße und mich dann... Weiß ich nicht. Wie komme ich am schnellsten zu den Wassermagiern? Ich schätze mal über die Taverne und dann hinten in den Teleporter. Das dürfte der schnellste Weg sein zu den Wassermagiern. Ja, kommt her, ihr kleinen süßen Viecher. Ich kann euch doch nicht wehtun. Moment, doch, eigentlich schon. Ich kann euch sogar essen. Am liebsten gebraten. Ja, so sieht's nämlich aus. So, gibt's hier oben irgendwas Tolles? Ich bin hier immer noch auf der Hut wegen Wargs und Orks und so. Aber ich bin gerade ein bisschen mutiger, weil ich ja hier schon den Wächter besiegt habe. Ich kann mich quasi jederzeit wegteleportieren, ohne was zu verlieren. Oh, ein Schattenläufer. Ja, ich gehe nicht weiter in diese Richtung. Komm her. Komm, ich sagte, komm her! Komm halt mal! Geht doch. So. Nee. Mit dem Schattenläufer lege ich mich nicht an. Das geht nur schief. Glaube ich. Schätze ich, vermute ich. Uah, ein Wag. Okay, da will ich also auch nicht hin. Dann würde ich halt doch mal sagen, ich bleibe weiterhin auf diesem Weg. Bin gespannt, wo der hinführt. Was ist das? Wag, das ist nur ein Wolf. Okay, das hier ist nur ein Wolf. Alles gut, alles gut. Mit Wölfen komme ich zurecht. So, warum sind da Wags? Wo bin ich denn hier? Und wo geht's da links hin? Nicht zu Akils Hof. Da muss ich von anders mal nochmal hin. Wenn ich mal deutlich stärker bin und mit den Wags zurechtkomme. Ein Wag. Keiner. Ja, komm her. Gut. Dann hätten wir noch ein paar Pilze, siehst du? Ach, ist das hier nicht die Wegkreuzung bei Akils Hof, wo die Skelette waren? Oder bilde ich mir das ein? Das sieht jedenfalls so vertraut aus, so ein bisschen. Das würde allerdings auch bedeuten, dass der Suchende... Moment, ist der Suchende, der da rumläuft, der Suchende, den ich oben bei der Klippe gesehen habe? Kann das sein? Und vor allem... Was wächst hier? Ein Blauflieder! Da müsste hier oben die Höhle der Banditen sein... mich nicht alles täuscht. Yep, hey, der liegt sogar noch da. Nichts zu plündern. Ist ja verrückt. Der liegt da noch. Wie cool. Hey, ich hab's geschafft. Ich hab alle Ornamente. Und eigentlich kann ich mir das Teleportieren auch sparen. Und die 10 Mana. Ah, der Suchende. Hilfe. Hab ich den gesehen? Da war er. Da oben. Ich bin so ungefähr 3 Meter daran vorbeigelaufen. Er hat mich zum Glück nicht erkannt. Oh mein Gott. Was für ein Nervenkitzel. So, hier unten ist, glaube ich, auch noch einer bei der Treppe. Da halte ich ein bisschen Abstand. Ja, da unten ist einer. Und dann, ne? Genau, bin ich ja schon direkt bei dem Teleporter. Nämlich da oben einfach über die Brücke. Dann bin ich bei der Taverne. Gehe in den Teleporter rein. Was sagt mein Mana? Mein Mana ist voll, mein Leben, da fehlt mir 80.
Da werde ich mich offscreen heilen. Die Folge ist ja eigentlich schon zu Ende. Ach, wisst ihr was? Das müsst ihr jetzt nicht mit anschauen. Ich laufe jetzt aber die Brücke zu dem Teleporter, werde mich hochheilen und dann sehen wir uns dort wieder, wenn ich zu den Wassermagiern gehe in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, oh, der hat ja noch was dabei. Hehe, siehst du mal. Und diesem Suchenden da werde ich wohl ausweichen müssen irgendwie. Jaha. Bis dahin. Tschüss.